Nürburgring ist sehr, sehr schön vom Fahren her. Man hat bergauf, bergab-Passagen drin, ist relativ zügig auch vom Kurs her im Vergleich zu den anderen, was sehr viel Spaß einfach macht. Man hat immer in der Eifel unterschiedliches Wetter. Es ist immer eine neue Herausforderung, irgendwie um den Dreck sauber rumzukommen, weil früh du stehst auf, es ist Nebel, es ist Regen, es ist Sonnenschein. Man überlegt jedes Mal mit den Reifen natürlich. Das ist schon mal im Hintergrund, was sehr viel Laune macht. Und die Veranstaltung ist eigentlich sehr gut aufgezogen. Es sind sehr, sehr viele Leute da. Und da macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, da wirklich zu fahren. Und das ist auch miteinander. Man hat tolle Zweikämpfe teilweise. Man hat teilweise Dreikämpfe sogar haben wir gehabt. Das ist ein E30 325i. Und wir haben uns für das Fahrzeug vor 9 Jahren entschieden. Da sind wir 8 Jahre dann bei einem anderen Veranstalter in Österreich gefahren. Wir sind dieses Jahr in Zandvoort gefahren, wir sind in Assen gefahren, jetzt am Nürburgring. Und am Nürburgring habe ich vor 9 Jahren meine Lizenz gemacht und war eigentlich riesig froh, dass ich mal wieder auf den Nürburgring kam. Wir haben Anfang der Saison gleich mal richtig zugeschlagen und gezeigt, was wir können. Dann ging es mit technischen Debakel und Defekten los. Wir haben im Endeffekt 2 komplette Wochenenden Totalausfall gehabt, wo wir nicht fahren konnten und unverrichteter Dinge von der Strecke wieder heimgefahren sind. Jetzt hier am Nürburgring bei diesem Wetter einen Wahnsinns-Saisonabschluss zu haben, kann man einfach nur glücklich sein. Also allgemein waren es diesmal über 40 Fahrer, also über 40 Starter. Und in unserer Gruppe waren es gestern 15 und heute 14. Ist auf alle Fälle schwieriger, natürlich, wenn man mehr Fahrer im Feld hat, weil man auch mehr gute Fahrer hat und immer schauen muss, weil die Konkurrenz natürlich viel stärker ist, kriegt man aber auch, wenn man mit mehreren Fahrern in der Gruppe unterwegs ist, mehr Punkte. Natürlich von ganz vielen Faktoren. A, geht es ganz einfach um unser gesamtes Rennteam, da auch meine Frau eine große Rolle spielt. Und ohne dass das ganze Team an einem Strang zieht, geht es nicht. Und der nächste Dank geht natürlich an alle unsere Werbepartner und Sponsoren, die uns diesen Erfolg überhaupt ermöglicht haben. Unser Motorsport-Urgestein, in diesem Jahr zum ersten Mal natürlich jetzt hier am Nürburgring bei diesem Wetter einen Wahnsinns-Saisonabschluss zu haben mit 2 Siegen und kann man einfach nur glücklich sein.